Mega Man 11 geht hier weiter, Leute. Willkommen zurück zum zweiten Part. So, also, ne, ich hab halt einfach kein Leben mehr. Kann sein, dass die Stage gleich nochmal von vorne gemacht werden muss, aber ich habe mir was überlegt, ne, dadurch, dass die Stages halt echt lang sind, für zwei Leben jeweils immer, könnte das ein bisschen heavy sein. Ich glaube, dann werde ich mir einfach Leben kaufen. Lass mal kurz schauen. Ich hab jetzt schon 240 Schrauben. Ja, und wie teuer war ein Leben? Oh, wie teuer war jetzt ein Leben? Muss ich mal gucken. Ich glaube, für so eine lange Stages und so, damit ich halt ein bisschen besser die Checkpoints ausnutzen kann. Ich habe ja gesehen, es gibt da anscheinend auch dafür, aber auch mehrere Checkpoints auf einer Stage. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Und deswegen, ja, ich guck mir dann einfach Leben. Ist ja klar. So, jetzt nochmal hier durch, Leute. Mal gucken, ob ich jetzt den ersten Blockman, ob ich ihn irgendwie befreien kann. Mal schauen. Oh Mann, ey, diese Bolle. Geil. Ah, funktioniert. So, Energy Tank habe ich ja, geil, den werde ich mir auch schon aufheben, ne? Den muss man ja nicht unbedingt einsetzen, wenn man einfach nur stirbt durch Fallen. So, das war jetzt hier natürlich auch sehr, sehr crazy, aber es funktioniert. Mit dem Double Gear System. Mann, Mega Man, springen. Mega Man, du sollst doch nur springen. Weiß gar nicht, wie weit er diesmal am Rand stehen darf, bevor die alle zu Slow Motion, Alter. So, und gleich zum nächsten rüber. Oh shit. So, schön verkackt. Toll. Okay, es geht auch ohne. Au. Zum Glück sterbe ich nicht dadurch gleich sofort, wenn ich irgendwie hier drauf lande, so richtig fail. Aber gut. So, hier jetzt, ne? Mega Man, bitte springen. Ey, ich war bestimmt kurz vorm Boss beim letzten Mal. Ey, ne, krass da aus. So, wui. So, Achtung. Boom. So, hier fällt nichts runter. Boom. Okay. Oh, wie geil das aussieht. Ey, wir sind in der Pyramide jetzt drin, oder was? Die wir die ganze Zeit von außen gesehen haben. Ich weiß es nicht. Boom. Okay. Kommt hier was runter? Kommt hier was hoch? Nein. Okay. So, Bams. Alter, wo bin ich? Wie war... Alter, dieses Level. Okay, gut. Das Level ist so riesig. Ja, den kann man natürlich auch besser mit dem Dings hier platt machen, den man einfach auf Zeitlupe hier spielt, ne? Und dann einfach... Boom. Cool. Alles klar. Ja, schade. Ist ein bisschen schade. Ich hoffe, ich krieg irgendwie noch ein Leben oder so. Das wäre echt nice. Da war schon wieder so ein Typ, hat gesagt, er hat drauf geachtet, verdammt. Weil, ne, jetzt einmal sterben und ich schätze mal, ich bin da. Das kann nicht wahr sein. Jetzt bin ich da und habe nur noch ein Leben. Na gut, vielleicht schaffe ich es ja. Vielleicht schaffe ich ja das Level hier trotzdem noch, ja. Null Leben, ich habe einen Energy Tank, den würde ich natürlich auch benutzen. Bloß, ich kenne halt die Robot Master nicht. Okay, ach, sehr schön. Checkpoint, ja, okay, hier gibt es auch wieder einen Checkpoint, ja. Bloß der, ne, bringt jetzt nichts mehr, aber mal gucken. Ich bin sehr gespannt auf Blockman. Man hat schon einiges gesehen, als das Spiel gerade halt brandneu war und beworben wurde, hat man einiges gesehen und die Robot Masters sind wohl richtig geil. Let's go! Was hat er gesagt? Aua. Boah, Alter! Oh Gott, okay. Ich nehme Energy Tank. Da muss ich echt mal echt ruhig bleiben. So, kann ich unter seine Beine durch? Ich hoffe. Ich hoffe irgendwie. Okay, anscheinend nicht. Halt! Boah, verdammt, ey! Boah, Mist, ey, kann ich den irgendwie zurückbringen? Oh, okay, gut, das war's. Jupp. Das ist Game Over. Alles klar, ne? Ich kenne die Robot Master nicht. Scheiße, hätte ich den irgendwie zurückdrehen können? Hätte ich durch seine Beine durchgehen können? Ich weiß es nicht. Setze das Spiel von Anfang der aktuellen Stage fort. Ja, das war so klar. Stage-Auswahl, ich gehe mal zum Labor. Das würde ich sehr gerne mit ein bisschen mehr Leben machen. Ja, das ist echt ein bisschen hart. Aber okay, weil das halt so unbekannt ist, ne? So, holen wir uns erstmal ein Leben. Dieses Objekt wirklich? Jawohl. Und Eddie natürlich, wir müssen uns unterholen hier. Eddie, komm mal hier. So, Eddie, jetzt reicht das mit drei Leben. Ich meine, jetzt kenne ich die Stage. Ich würde sie auch sofort nochmal spielen. Ja. Dann kriege ich ja auch wieder einen Energy Tank, ne? Ist auch ganz cool. So, läuft automatisch, lädt automatisch die Waffe auf. Ja, das tut man sich eigentlich immer, ne?
negiert den Rückstoß, wenn du einen aufgeladenen Schuss mit dem Megabuster abfeuerst. Ach, es gibt einen Rückstoß? Oh, gar nicht gemerkt. Energy Dispenser, was ist hier? Erhöht die Energieabgabe des Megabusters. Die Schüsse werden dadurch etwas größer, wodurch die Trefferwahrscheinlichkeit steigt. Das ist natürlich auch cool, ja. Ich kann mir erstmal standardmäßig noch den hier. So. Bist du sicher, Mann, Buddy? Ja, klar will ich den haben. So, möchtest du das jetzt ausrüsten? Ja. Ach, krass. So, kann man auch nicht neu kaufen? Gut. Alles klar, muss man halt echt wohl ausrüsten. Sehr, sehr schön. Ja, dann kriegen wir wieder genug Geld zusammen jetzt durch die Stage. Hol ich mir noch ein Leben. Ja, dass hier auch ein bisschen mehr von Erfolg dann gekrönt ist. Okay, gut. Dankeschön, Buddy. Alles klar, Mann. Oh, cool. Ich kann einfach so dann hier weitermachen. Oder machen wir mal fortsetzen, ne? So. Dann müsste ich jetzt 4 Leben haben. Also quasi mit dem 0. ja dann 5, oder? Ne, okay, 4, genau. Alles klar, jetzt wird da alles hier richtig genice, man. Richtig easy Mode. Jetzt pass mal auf. Energy Tank hole ich mir dann auch noch. Der ist dann schön teuer, der Energy Tank. Wenn man im Laden holt, 100. Na, wohl teuer. Vielleicht ist er. Achso, warte mal. Den hätte ich benutzen können, ne, um da hochzukommen. Na gut, dann benutze ich halt meinen Washcoil. So, die Frage ist halt, ne? Komme ich irgendwie. Alter, hab schon wieder 140. Okay, die Frage ist halt, ne? Komme ich irgendwie halt, kann ich diesen Blockman, kann ich den irgendwie zurückballern oder so, dass der wieder, dass ich Abstand gewinne mal von dem. Der hält mir ein bisschen zu nah. Der kommt mir zu nah. Aber muss man halt sehen. So, dann gleich nochmal versuchen. Boom. Boom. So. Ich versuch's gleich nochmal. Okay. Aber so, wenn das so eine Stage ist, ne, Schwierigkeitsgrad, geht vollkommen klar. Macht bis, also die erste Stage hier, Blockman, die ich ja als erstes gewählt habe, ist geil. Ist saugeil. Boom! Okay. So, Energie brauche ich zwar nicht, aber egal, ich nehme es trotzdem mit. So, also früher hatten ja die Level einen Checkpoint in der Mitte und beim Boss, ne? Also beim Robot Master dann. Und jetzt haben die anscheinend 3. Ne? Boom! Inklusive Boss halt, ne? Nochmal 2 zwischendurch. So, Energie will ich haben, ist ja wohl klar, ne? So. Geld meine ich. Oh, Geld. Zack, zack. So. Juhu. Bin halt Langzeit-Fan, ne? Das Spiel macht einen geilen Eindruck. So, den würde ich halt auch versuchen, den schafft man auch ohne irgendwelchen Scheiß hier. Jetzt verstehe ich den Rückstoß, das dauert dann halt ein bisschen länger. Ich verstehe das jetzt. Warte mal, ich mache doch hier. So. Das ist ein bisschen schneller geht hier, mach doch mal hin hier. One of fear. So, und boom. Oh Gott, muss ich den nochmal neu aufladen? Aua, okay. Der hält aber auch aus, ey. Explodiert. So, erster Checkpoint. Sehr, sehr schön. Okay, ich glaube, der ist echt nur dafür da, dass man da halt nicht auf Washcoil angewiesen ist, würde ich mal behaupten. Weil dann kann man auf ihn einfach rausspringen. Hat auch, der sieht so aus, ob der eine Feder auf seinem Rücken hat, wenn er seinen Hammer da schwingt. Ja, deswegen weiß ich nicht. So, okay, Megabuster wird immer automatisch wieder ausgerüstet. Das ist sehr, sehr schön. Ja, yeah. Wie ich den einfach von hier platt machen kann. Ja, ne, weil eigentlich ist er dafür da. Eigentlich denken sich die Entwickler, ja, dann verbaust du dir aber die Möglichkeit, da hochzukommen. Und ich mir nur so, Quatsch. Ich hab da was. Aber Energie, doch, Energie brauche ich jetzt gerade auch dringend. Ja, Washcoil, du bist falsch. Washcoil, kannst du wieder abhauen, so. Okay, nochmal. Okay, perfekt. So, dann muss ich wissen, immer ihn nicht zurück ausrüsten oder sowas. Das macht er alles automatisch. So, Gamsen, oh Mann, ich springe immer schon, dass ich die Eruption, dass ich hier entgehe. So wie da jetzt zum Beispiel. So, warum soll ich hier? Ist hier irgendwas versteckt? Nö. Okay, gut. Hätte sein können, ne? Hätte sein können, dass da irgendwas, was gewollt würde, dass ich hier was mache. Aber, wow, Mann! Okay. Ich sollte es nicht drauf ankommen lassen. Ich sollte erst wieder beim Energy Tank richtig ausflippen! Hups. So, und hups. Ha. Dann, oh, ist er wirklich wieder da. Ich hab gerade gemacht, dass er, okay. Nee. Gut. So soll man das wohl eigentlich machen. Boom. Okay. Nein, ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig, Mega Man. Aber er hat jetzt eine coole Stimme. Ja. Er hat eine coole Stimme. Naja, wir kennen ja auch nur so eine komische Stimme von ihm. Ja. Ja, Mega Man. Ja, Mega Man. You must save him. Okay, sorry. So ein bisschen hat man noch die Let's Plays davor, die Legacy Collections. Hat man immer noch so ein bisschen. Nein! Wie er mich verarscht hat. Alter, ich wurde richtig verarscht. Scheiße. Okay, das war jetzt leider sehr ungünstig. Oh, da kam der Typ da genau angerollt. Mist. Ja, das ist natürlich wieder Mist, ne? Warum habe ich immer so ein Pisch? So. Energie brauche ich nicht. Ich brauche hier nur Steuer. Hups.
Wow, okay. Aber Level schaffen wir. Die Stage ist vollkommen geil. Die Stage ist cool, ist in Ordnung. Alles super geile Plattform-Action. Oh, ohne so eine scheiß billigen Cheap-Tricks. Ne? Wirkt alles sehr, sehr modern. Und cool halt deswegen auch. Ups, wieso? Ja, guck mal hier. Da haben wir so gleich die Taktik rausgelernt, Alter. Weil ich einfach so gut bin. Ne? Boom, okay. Wow, halt. Der dumme Recht. Ich spiele gerade wieder so ein bisschen mit Digi-Kreuz. Also, ich steuere Mega Man mit dem Digi-Kreuz. Weil ich echt glaube, das ist... Wow! Weil ich wollte gerade... Oh nein! Oh. Okay. Die spawnen auch wieder sehr schnell nach, wenn sie einfach aus dem Bild raus sind. Okay. Nicht so cool. Aber ihr kriegt das schon hin. Ich kann damit schon umgehen. Boah, ich muss mir irgendwas kaufen, dass ich keinen Rückschuss habe. Ich glaube, das ist echt gut in dem Spiel. Falls es sowas gibt, ne? Ich habe meine Erfahrung nur von den anderen Mega Man-Teilen. So. Okay. Dann kommt gleich der zweite Bosskampf. Dann habe ich aber auch einen Checkpoint, ne? Sonst lasse ich mich diesmal nicht verarschen. Bitte, wenn es geht. Danke. Boom! Oh Gott. Hat der mich. Dafür hat der mich jetzt verarscht. So, Energie. So, Mega Man, ganz ruhig. Wie immer noch so sein Stückchen weit hier, echt so, ne? So. Und dann. Hui. So, jetzt muss ich aber irgendwann wieder. Irgendwann muss ich ja wieder das Ding einsetzen. Boom! So. So, hier noch nicht. Hier komme ich noch so rüber. Aber hier ist es halt so ein bisschen. Double Gear System! Wow! Okay. Perfekt. So, da komm her, du Spinner. Dich mach ich jetzt richtig down. Oh oh. Na. Ja, nein, nein, aua, aua. Ach, okay. So, Metal Gear, nicht Metal Gear. So. Okay, okay, ganz ruhig aufpassen, ne? An sich kann man ja auch den ganz geschmeidig hier platt machen. Ah, oh Gott, außer er verarscht einen. Jetzt zum Beispiel hier. So. Wow, okay. Tja, nicht mit mir, mein Freund. Oh, voll getroffen. Yeah. Nein, 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 nein. Zerstört. So, nächster Checkpoint, Leute. Ich hab ihn erwischt. So. Was bist du mal für ein Typ? Er sieht aus wie Eddie. Bloß in lila. Und giftig. Okay. Egal. Erstmal die abschießen lassen hier. Oh, ah, nein. Nein. Oh Gott, nein. Oh Gott. Na, Mann, du aller Sack. Mann, du aller Sack. Okay. So, Speed Gear. Okay. Mann, die kann man doch so leicht ausweichen. Schießen 8 Himmelsrichtungen. Kannst du wohl hier mal readen oder nicht? Nee, kann das nicht, Leute. Ich bin zu schlecht, Leute. Tut mir leid. Boah. Das habe ich jetzt aber geweedet, dass ich den schnell genug platt mache. Habt ihr ein bisschen Energie, Leute, hier für mich hier? Ein bisschen Farm hier, Leute? Wie sieht's denn aus? Gib mal ein bisschen was hier. Wäre schon nett, aber ich glaube, die haben keinen Bock mehr, was zu geben. So, jetzt bin ich gleich wieder da beim Energy Tank, ja. Die ich mir natürlich sehr gerne holen möchte. Oh, Mann. Ja, okay. So, oh, okay. Oh, okay. Gut zu wissen. Das resettet sich tatsächlich nicht. Okay, sehr gut. Es sind... Oh mein Gott, Leute, es sind hier... Naja, Energy Tanks, die sind gelimited, verdammt. Autsch, Mega Man, pass auf. Mega Man. Mann, er kommt immer Staub runter, aber es dauert auch voll lange, bis da wirklich was runterkommt. Achso, weil er ja da runterfällt, alles klar. So. Okay, Achtung. So. Ich mach mal Slow-Mo hier, ne? Wenn ich darf hier, ne? Ein bisschen Slow-Mo hier, Alter. Ups, so. Okay, rechtzeitig ausgemacht, bevor das Ding echt im Arsch ist. Das muss ja nun nicht sein. So, ups. So. Das war doch jetzt hier der letzte Abschnitt, dann bin ich doch da. Bei dem guten, fiesen Typen. Oder nee, warte mal, nee, der Level geht ja noch länger. Oh, Mann. So, wie soll ich den jetzt platt machen ohne Energy Tank, hm? Ich glaube, ich muss ihn einfach... krass durchpowern. Boom. So, hier fällt was runter. Ach, okay, jetzt ist das Ding wieder im Weg. Bams. Wo kommen die Steine her? Wirft Blockman die einfach nach uns? Hm? Man weiß es nicht. So, na, aber ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht zu sehr auf diesen Energy Tank verlassen. Aua. Ne, weil irgendwie... Hm. Weil ich weiß nicht, ob ich Blockman schaffe. Also, die erste Phase... Ich muss einfach aufpassen, dass ich bei der ersten Phase nicht gleich so viel Damage einstecke, ja? Da macht er ja nicht viel. Da springt er bloß rum. Und macht hier so ein paar Blöcke hier, ist aber kein Problem. Der hat Energie, der Olle Sack! Na gut, muss ich mich mit der Kleinen hier begnügen. So, aber... Es hat funktioniert, ich bin jetzt da und habe noch... Habe noch, jo, 3 Leben, ne? Und einfach wieder 300 Bolzen, ja. Gut, okay. Jetzt ein bisschen aufpassen. Checkpoint, sehr nice. Aufpassen, Leute, und cool sein. So!
Wahrzeichen. Ja, das ist wirklich einfach. Aber oh Mann, ey. So, bei dir habe ich jetzt Schiss. Muss ich ganz ehrlich sagen. Weil da weiß ich halt nicht, wie ich das irgendwie... Halt Slow-Mo. Na. Aber wie kriegt denn den, dass er... Okay. Oder er kann halt echt nicht... Oh, okay. Okay, er kann halt hier nicht hin. Okay, ich kann aber immer durch ihn durchschießen. Oha. Alter, krass. Den muss ich echt erstmal lernen. Den muss man lernen. Da kann ich nichts anderes machen. Da muss ich erstmal klarkommen. Okay, wenn er so ausholt, dann muss ich ein bisschen nach vorne mich hinstellen. Alles lernbar, ja. Muss man fragt sich, wie lange das dauert mit dem Lernen, ne? So, er ist ja hier komplett gelernt hier. Der hat ja gar keinen... Der hat nichts mehr zu sagen hier. Wow. Yeah. Na, da wurden Wicks. Yeah. Da haben die alle so eine komische zweite Form, sag mal. Das wäre ja nicht so... Wäre schon ein bisschen übel, wenn die alle so eine Form haben. Oh, Mann. Ja, ich bin richtig groß, Alter. Ja, guck mal hier. Oh, oh. Bamsen. So, das hat natürlich nicht funktioniert. Erst muss das leuchten. Ach, Mann, ey. Na, komm. Greif doch an. So, komm. Oh! Oh! Komm, greif doch an. Nein. So. Nein. Ach, Mann, okay. Mann, Mist. Okay, nein. Oh, da bin ich. Der Stein ist auch übel. Oh, what the fuck? Alter, ist der stark. Okay, Leute, der warum hält der denn so viel aus? Mist, ey. Was kann der denn den machen? Ich kann da gar nichts machen. Ist halt der erste, den ich gewählt habe, ne? So, die Stage ist ja alles soweit in Ordnung, ey. Was mach ich denn jetzt gegen den? Das ist mein... Ich habe noch zwei Versuche, ja. Hat der irgendwie... Nee, der hat... Sein Treffpunkt ist sein Dings. Da kann ich irgendwie in die Beine schießen oder so. Ich will jetzt halt ohne nicht rumexperimentieren, ja. Na gut. Oder ich muss ihn halt echt langsamer machen. Oder Double Gear System aktivieren, dass beides funktioniert. Das könnte natürlich auch klappen, deswegen. Wow. Wow! Der mit den Blocks, Alter, ja, der bringt gar nichts, Mann. Wow, ich warte vielleicht auch immer zu lange. Oh, jetzt kommt er schon, jetzt rastet er schon richtig aus. Und. Okay, wow. So. Swing! So. So, halt. Stopp, Mann! Voll getroffen. So, nein! Stopp mal hier, du oller Sack. Ja. Okay. Nein. Alter, ich bin so dick, Mann. Okay, mein Double Gear System ist ganz schön am Arsch, Mann. Boah. So, komm her, du oller Sack. Yeah. Alter, da geht der dann noch weiter. Da ist das übel. Komm schon, Mann. Dollar Sack. Mann. Boah, abgeschlossen. Nur noch 7. Boah, das war aber... Also, das war wirklich... Das war richtig cool. So. Alles klar. Sehr, sehr geil. Hat super funktioniert. Oh, wie schick. Boah, richtig individuelles Design. Nicht nur die Farbe ist anders. Neue Waffe erhalten. Blockdropper. Sehr geil. Boah, mit geiler Demo. Kann ich sogar testen. Boah, okay. Also du bist normal und mit Double Gear System. Alter, boah, eine richtige Lawine runterfallen. Das ist ja auch sehr, sehr cool. Okay. Sehr, sehr schick. Ich glaube, ich habe es gecheckt, Leute. Alles klar. Alter, wie geht denn das einfach? Ich mag einfach... Okay, wartet mal. Das droppt... Oh, dass man das testen kann, ist auch echt cool. Okay, das droppt echt immer in der gleichen Entfernung. Ja, immer in der gleichen Entfernung zu mir, egal wo ich bin. Immer cool. Echt krass. So. Das war halt falsches System. Das hier. Alter, wenn da irgendein Robotmaster, muss ja da die Schwäche haben von, ne? Da muss er ja richtig reinballern. Aber okay. Gut.
Damit haben wir den ersten erledigt. Hat ein bisschen gedauert, aber die Stages sind halt echt lang. Deswegen würde ich sagen, ich kaufe mir wieder neue Leben. Oder wohl, nee, erstmal nicht. Ne? Erstmal, wenn ich sowieso dabei bin, eine Stage erstmal zu lernen, ja, oder erstmal neu kennenzulernen, dann kann ich erstmal sagen, okay, dann mache ich erstmal mit den Leben, die ich immer automatisch habe, dann muss ich kein Geld verschwenden. Hier, der rettet mich vor einem Loch, ne? Rettet dich, wenn du in den Abgrund fällst, ja, einmal, genau. Während du dich nach oben fliegst, kannst du nach links oder rechts steuern. Springst du im Flug, lässt Beat dich fallen und fliegt davon. Jede Nutzung verbraucht einen Beat-Call. Okay. Was ist die überhaupt? Keine Ahnung, kennt keiner. So. Energy Balancer Neo? Lädt alle Waffen auf, wenn du eine Waffenkapsel aufnimmst. Das ist ja auch cool. Aber na gut, ne? Was hab ich denn noch? Was ist die überhaupt? Erhöht die maximale Anzahl an Eddy-Calls und Beat-Calls. Wow, ich hab ja Eddy. Ja, gar nicht benutzt. Ich Trottel. So, das erhöht die maximale Anzahl an Energy-Tanks. Ja, aber ne, ob man das wirklich so braucht? Ich meine, ich kann jetzt zwei. Wie viel erhöht denn das denn um einen? Okay, Mega. Nehme ich mein Energy-Tank mit? Ach nee. Erstmal brauche ich nicht so viel Geld ausgeben, weil ich sowieso noch am Testen bin. Oh, was ist los hier, Mann? Warte ich denn einfach und spare mir die Dinger hier? Auto-Charge lädt den Megabuster automatisch auf. Normale Schüsse während des Ladevorgangs setzen den Ladevorgang zurück. Verstehe. Ja, ich glaube, man kann bestimmt auch nicht alles einsetzen, oder? Na gut. Da würde ich erstmal sagen, das war's dann erstmal. Submenü. Hupsala, nicht das Menü. Kann ich irgendwo hier absaven? Oder hat es jetzt gespeichert? Achso, hier, nee, Daten speichern und laden. Sehr schön. Dann würde ich erstmal saven, Leute. Ja, noch gar nichts gespeichert. Zack. Möchtest du hier saven, aber Logo. Abgeschlossen. So, zack. Geil. Boah, guck mal hier. Ich hoffe, ich krieg das alles voll, ne? Aber es sieht aus, als ob man sich viel kaufen muss. Oder vielleicht gibt es irgendwas Geheimes versteckt. Ja, da müssen wir mal gucken. Leute. Aber vielen Dank fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal geht's hier weiter mit Mega Man 11. Ciao.